Jo, hallo Klicksum, ich habe drei Fragen an dich und die erste wäre gleich, schneidest du deine Videos alleine und auch die Animationen halt vor den Videos, halt das Intro und so, machst du das alles selber oder bekommst du irgendwie ja deine Hilfe? Meine zweite Frage, wie viele Leute seid ihr im Team, weil du bist ja der einzige Moderator? Und meine dritte Frage wäre, hättest du Interesse an Jugendmoderatoren, Nachwuchsmoderatoren? Ja, das wären so meine drei Fragen. Ich hoffe, du beantwortest sie mir und ich sage Tschüss und Goodbye. Hallo Mac Nikotin, sensationelle Fragen. Pass auf, die beantworte ich auch sehr gerne, weil man da ein bisschen hinter die Kulissen von Klicks und Blick. Also, manchmal schneide ich noch Videos selber, aber immer seltener, weil inzwischen haben wir zwei fantastische Praktikanten, Fabian und Stefan, die das auch erstens toll schneiden, toll drehen und alles Mögliche machen. Videos online stellen, Videobeschreibungen, Titel und so weiter schreiben. All das ist wahnsinnig Arbeit. Da sind wir schon dabei, wie viel wir im Team sind. Wir sind so eine kleine richtig professionelle Fernsehproduktionsfirma, die sich diesem Projekt gewidmet hat. Und wir sind zwei Geschäftsführer, die Caroline und ich. Denen gehört diese Firma und wir haben eben jetzt Fabian und Stefan. Und es gibt viele, die uns noch unterstützen, aber nicht immer, sondern ab und zu mal. Einen Thomas gibt es, einen Vincent gibt es und so weiter. Die Katja, die auch ab und zu schneidet. Also je nachdem, wie viel Arbeit es sind, mal mehr, mal weniger. Aber ich sag mal, so ein festes Kernteam im Moment, das sind der Fabian, Stefan und ich. Und die Frage, ob ich Jungmoderatoren suche. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass der ein oder andere mal auch moderationsmäßig zum Team stößt. Das ergibt sich aber wahrscheinlich so aus uns heraus. Also es kann sein, dass der Fabian demnächst mal vor der Kamera steht oder vielleicht der Stefan, je nachdem, was so passiert. Weil ich habe es jetzt festgestellt, nicht gleichzeitig an mehreren Orten sein. Das ist eine ernüchternde Erkenntnis, aber ich muss damit leben und ja, seid also gespannt, wer da demnächst vielleicht noch vor der Kamera so alles steht.